Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, nochmal ganz kurze Ansage. Wie gesagt, mal ist nur der Natrix dabei, mal nur der Meta, mal beide. Sind wir mit Oddys Team zusammen unterwegs. Mal ich alleine nur mit dem Oddy, ja, also mit Oddys Team und so weiter. Nichtsdestotrotz wollte ich euch nur eine kurzes Intro darbieten und wünsche euch nun viel Spaß mit der Folge. Sago. Ich bin da. Ich muss da hier eine Waffe rausnehmen. Shit. Auch eine Munition, ne? So, wo ist er hin? Wieder eine Ofenbase oder was? Hinter der Ofenbase, ja. Und wo ist der Crappy Revolver? Für mich. Nimm doch eine Python mit. Und eine Python. Mach mal Muni. Pistol, ja? Ja. Ah, ein Revolver. Der Crouch da bei der Mainbase? Oder? Ich. Sorry. Alter, dein verkackter Ernst hier. Wo ist er wieder? Ich sehe ihn nicht. Ist nur irgendein Nackter. Mit seinem Titanic-Scheiß. Wer schießt mit der Python? Ich. Wer ist da oben? Ich. So. Der Musikmann ist tot. Alter, willst du verarschen? Was schießt der mit dem Tu? Nee, ich habe jetzt... Der hat ich dachte, das ist der Titanic-Mensch, Mann. Ich bin naked, Bruder. Ich bin... Ja, der auch. Rot. Rot, siehst du? Rot. Odi, der ist hinter der Ofenbase. Der Ofenbase? Ja. Da ist keiner mehr. Alter, ist doch nicht dein Ernst, ich hab den gerade umgelegt. Ja, da wird wahrscheinlich jetzt den Dings... Er hat deinen Schlafsack in der Base liegen. Ah, fuck, der ist hinter der Base. Hinter der Base? Welche Base? Ja, die wir geradet haben. Sind da noch Leitern, die nach oben führen? Nein. No. Der ist jetzt hinter der Base. Alter, ist doch nicht dein Ernst hier, ey. Sago ist okay. Wer ist hinter der Ofenbase? Jolsch, ne? Hinter der Ofenbase? Ja. Nee, das ist Mercury. Alter. Okay. Jonsch ist tot. Der liegt doch da. Achso, das ist Jonsch, okay. Ja. Ich hab ihn. Nochmal. Wo ist der gespawnt? Der ist hier hinten bei mir gespawnt. Wo ist hier bei mir? Wo? Ich hab noch meine Kasten. Schieß mal bitte einmal in die Luft. Okay. Wer ist hinter der Ofenbase? Ich. Hier, da hat einen Schlafsack hier. Ich sehe dich nicht. Hier. Okay. Holger ist gerade gespawnt. Da hat er auch einen Schlafsack gesehen. Links. Hinter der Base oder wo? Nee, hinter den. Da Richtung unsere Base. Ganz weit weg. Ist gerade aufgestanden. In dem Moment habe ich gekillt. Aha. Hier ist. Jonsch. Ah, hast du alles? Oh, sie. Komm mal mit. Ja. Ich hab grad schwitzige Finger. Jetzt oder nie, oder? Oh Mann, ey. Ja, hier irgendwo. Stimmt auch noch einen Schlafsack, sagst du? Ja, klar, der hat mehrere. Ja, hat er auch. Sonst könnte er nicht so schnell spawnen. Der hat oben auch noch einen liegen. Wo denn? Ganz oben an den Felsen liegt auch ein Schlafsack noch. Und das Traurige ist, da versteckt einfach nur unsere Waffen überall. Ja, klar. Aber wo ist die AK jetzt, ne? Wo bist du hin? Ich bin links. Ja, ich renne mal zu dem anderen Werk hoch. Kommst du mit? Warte. Hier ist ein Holzbase. Wo bist du? Hier hinten. Ich jumpe. Ich sehe dich. Ich glaube, hier hat irgendwo bestimmt noch was.
Ja, Leute, machen wir uns mal aus. Was soll man machen? Soll ich irgendwie Sulfur, Gunpowder, irgendwas holen? Wollt ihr noch was craften und weiter raiden? Oder brechen wir es ab? Oder? Nein, ist nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir noch was rausholen. Wer ist denn der Naked an der Base? Ich nicht. Sago, gell? Nee, ich bin drin. Ja, da oben liegt dann halt. Der schwebt. Ich hab ihn oben immer noch. Der wollte Dings pushen, schau. Der wollte Odi pushen. Der liegt da oben. An der Leiter. Ich schieße ihn hoch. Ja, ich hab ihn reingeschossen. Wo bist du? Hier oben ist wirklich noch ein Schlafsack. Wo denn? Hier oben. Hier hinten. Siehst du mich? Hier. Hier ist nochmal ein Schlafsack. Wie er fuck okay. Schreibt. Das war wieder Jonsch. Geh mal hoch. Wie legt man nochmal Statues, solche Dinger auf? Einfach oben gucken und eben vorm Hammen. Wie schnell der immer hier ist, unglaublich, oder? Hatte der was mit, nicht, oder? Nee. Bei Patronen. Also ist hier nichts mehr zum Aufmachen, oder was? Ich glaube nicht. Komm jetzt, hier ist nichts. Wisst ihr, was passieren wird? Dann wird er wieder sagen, ey, wo hast du den geilen Fight nicht aufgenommen die ganze Zeit? Wenn ich sage, ja, Real Life, dann ja, ja. Hier oben irgendwo. Ja, aber da hat Ben schon recht. Also wenn wir irgendwo Open Fields sind, macht er uns wahrscheinlich alle landen, müssen wir aufpassen. Was nochmal? Da hatte ich noch einen Falten hier oben. Den Stuff zurückmuten, dann kann es schon sein, dass der uns alle lang macht. Wenn wir irgendwo Open Fields sind oder blöd positioniert. Haben wir in der Ofenbase noch Leitern drin? Ja, haben wir. Gut, muss ich mal da hoch, ey. Ja, das war dumm. Na gut. Ja, hat da doch eine Waffe gehabt. Die ist auf Ofenbase gelandet. Was denn? Ja, vom Jonsch. Okay. Hat er die da hingeworfen beim Klettern? Oder? Ja, aber weil du ihn abgeschossen hast, wo der hang. Deswegen wahrscheinlich. Und da fliegt das weg beim Sternspritzer. Okay, das ist gar nicht. Hammer, ey. Ja, dann safe mal nach Ode, dass er rauskommen kann und dann hauen wir ab, oder? Ja. Wo ist der denn gekommen? Hab ich nicht gesehen, ich hab nur gesehen, wie er raufklettern wollte. Kannst das echt nicht einschätzen, der kommt aus allen Richtungen irgendwie, der Dicker. Draußen steppt ihr schon wieder, wer? Ich. Ich auch. Hinter der Ofenbase, gell? Ja. Warte mal, nimm mal die Waffen hier mit. Oha, Alter. Ich geh mit dem Revolver. Da schleißt sich schon wieder jemand an. Wo? Nacke da, vor der Base. Oh mein Gott. Ich greif. Danke, Slacks. Bei mir auch. Boah, der Typ fuckt so ab, ne? Woher hat der jetzt einen Revolver? Wer? Der Naked. Der Naked hat er nicht. Gesundheit. Wer schießt denn mit Revolver von euch? Der Dings, ja. Ach so. Dachte ich, ja. Geh jetzt in mit nichts teurem raus, ne? Ach. Ne, so oft wie der mich weggeklatscht hat. Ja, der ist halt anders. Hm.
Der ist einfach auf PvP getrimmt, der Boy. Ja? Ja, der macht halt sonst nichts. Ne? Ja, wenn der 5 Stunden spielt, macht der 5 Stunden PvP. Ja, aber dann kann er auch Call of Duty spielen, Alter. Ja, ist echt so, da muss er nicht Rust spielen. Ja, aber dann nervt es die Leute nicht so, wenn sie sterben. Hier nervt es die Leute viel mehr. Klar. Es wird einfach so eine Warte sein, die drauf steht, andere Leute abzufacken. Ja. Genau. Sollen wir jetzt den Stuff mal rüberbringen? Ja. Aber was hier, ey? Bei Ähnlich wird es mich springen. Ich habe auch eher gesagt, kein Nerv mehr dazu jetzt. Den Heli hätten wir noch machen können, siehst du. Aber der nächste kommt erst in 2 Stunden. Gesundheit. Gesundheit. So, nimmt mal alle draus, was noch wichtig ist. Der Bauschrank ist wieder frei, damit nicht heißt, wir machen hier einen auf. Ja. Das schon als Griefen oder was? Was? Wenn man Bauschrank wisst, sieht das schon als Griefen oder was? Gehen wir mal aus, dass es Griefen ist, oder? Nee, welches übernehmen? Nee, wir haben übernommen. Ja. Nee, es darf nicht. Der Bauschrank muss immer für Raider mit Türen zugänglich sein. Für Raider, wohl bemerkt. Das heißt, wenn es jetzt unsere Base ist, auf uns will wir raiden, muss unsere Base mit Türen zugänglich sein zum TC. Leute, jetzt, wir müssen Türen rausbauen. Ja, ich würde es auf jeden Fall DK lassen und morgen den DK raiden oder so, oder übermorgen. Also lassen wir Türen drinnen. Ja, ich würde Türen überall reinbauen und würde nur das HQ rausnehmen, damit nur das HQ DK'd. Und dann schauen wir morgen einmal hin, was da drin war hinter dem HQ-Scheiß. Ja, okay, dann tun wir. Also Metall, so gemacht. Metall und Stein rein, ne? Gute Idee. Stein, ja. Haben wir noch Stein irgendwo? Ja, hier in der Kiste. Krieg mal Stein da rein. Bockmeister ist wieder online. Oh. Der Stein nochmal. Du ziehst mal mit, oder? Ja, klar. Wie wollt ihr? Oder nee, lass es dir. Ich nehm's mit, scheiße. Hast du Stein reingepackt, Odi? Nee, du hast gesagt Stein irgendwo und ich weiß nicht. Hier war doch alles voll, eine Kiste Stein voll. Crafte doch die Dinger hier, die Wände. Hier, craft du erstmal mit dem Hammer, da hast du Holz. Was soll ich machen? So, da hast du Steine. Und dann macht das Steine drin, damit es hier nicht decayt, außer, ne? Dann mal bitte. Diese netten Tools abbauen. Achso, ich soll. Achso, okay. Munition ist draußen. Was? Wer ist draußen? Die Munition ist draußen. Ja, ich kann leider noch nicht. Oben ist noch einer, ne? Kannst auch schon mal ausmachen. Wollt ihr keinen Schritt lassen, falls die wieder online kommen, mit die Franzacken? Ja, normalerweise schon, aber hier kommen die ja nicht rein. Aus, wenn sie sich selbst raiden. Soll ich es jetzt drin lassen? Oder ja, nee, ich weiß nur nicht, zu wie viele raus. Türen die Zugang haben. Die Munition habe ich schon rausgenommen. Nee, hier ist kein Zugang, nur die eine Tür ist hier irgendwie reinzukommen. So, dann muss, genau, zack. Ist jetzt alle zu weit raus hier aus den Kisten, was interessant ist. Ah, hier sind ja lauter Hammer, sehe ich gerade. Da ist noch ein bisschen Holz. Hier ist noch Handschuhe höchstens noch. So, dann nehmen wir noch den letzten Turret hier mit. Mal einer leer machen, bitte. Ich kann nicht. Hast du einen Hammer? Leer. Nee. Warte, ich. Ich hol einen. Nee, ich hab. Passt, okay. Hab ich. Gut, dann gehen wir jetzt rüber in die Raid Base. Boah, ey, diese. Oh, ich bin am Verhungern. Vor der Base, wer ist das?
Ich. Gut. Ja. Komm, nicht sterben. Oh. Ey, ich bin am Verhungern. Was ist denn jetzt los? Was? Naki da hinter der Base. Was geht denn bitte? Leute. Ach du Scheiße. Aua. Ey. Sorry, Udi. Sorry. Warum? Jonsch ist da, Jonsch ist da. Rechts von dir. Wo? Hinter der Wall. Hinterm Wall. Naki da oder equipped? Nee, equipped. Der lootet. Das bin ich. Sorry. Ein Kühe. Wer hat den... Ich hab den Nacken da gerade noch. Ja, und ich hab ihn ganz getötet, damit aufhört zu genau. Stören. So, ich dachte, Jonsch ist wieder da mit der AK. So, jetzt nimmt doch mal die ganze Zeit... Oh Mann, ist hier noch viel. Der ist schon wieder da, das ist doch nicht dein Ernst, Junge, bist du nicht ganz... Jetzt mal ernsthaft, bist du nicht ganz richtig in dem Bier noch, oder was stimmt mit dir nicht? Ich will nochmal ein extra, ey. Da ist ja noch Haufen Zeug drin, Alter. Ja, Mann. Was soll ich zuerst mitnehmen? Das Wichtigste. Der kommt schon wieder, ich seh ihn. Hinter den Holzwänden kommt er gleich. Waffenkomponenten. Was ist bald, ey. Also dieser, ja. Soll ich wirklich alle Waffen mitnehmen, oder? Nein, nicht alle Waffen mitnehmen. Oh, wir spawnen ja gleich wieder hier. Ja, stimmt. Rudi. So, okay, ja, gut. Ja, dann lass uns los. Dann. Und, ja, warte, ich muss mir noch voll machen. Was soll ich hier? Safe, brauch nicht, oder? Nee, der raidet nicht. Da ist er zu faul. Er ist draußen? Ich bin draußen. Bist du voll, Sargus? Nee, ich hab nix. Du was mitnehmen oder nur safe? Nee, alles gut. Habt ihr die Ofenbase gelootet gehabt, Udi? Ich schon wieder da. Oh, warte, ich flieg jetzt gleich erstmal nochmal um. Wie kann man denn so vernagelt im Hirn sein? Mal ganz ernsthaft. Frag mich nicht, Frank, der muss komplett fertig fahren sein. Ach komm, machen wir uns mal kurz schneller. Unglaublich, ey. Ey, du bist tot hier. Ja. Ich bin auf. Ja, ich bin froh. Kommst du wieder? Ja. Okay. Nee, ich geh jetzt offline. Hätte ich das ja sagen sollen, oder? Genau, geh du mal links rum, ich geh rechts rum. Wie lang laufen wir denn, um den zu entkommen? Da hoch? In die Richtung? Ich würde hier hochgehen, links, rechts. Hey, warte, da fehlt einer. Hallo! Ich nehme mal kurz auf wieder. Jo, da sind wir wieder zurück. Ja, tut mir leid, ihr müsst viele Sachen bei Sargus auf dem Kanal sehen. Ich hatte jetzt real-life-mäßig einen Anruf bekommen von einem Fahrer, der mal eben krank feiern wollte. So, daher konnte ich nicht wirklich was aufnehmen. Wir sind auf dem Weg zurück jetzt. Den Loot den ersten wegbringen. Wir haben keine Sprengkraft gefunden, großartig bei den Franzosen. Und ein Spieler, dessen Name mir leider nicht einfällt, der könnte eventuell uns jetzt hier abfangen. War alle zusammen noch? Jo. Vier Spieler, einer vier. Ah, da. Ich hoffe nur, dass der Naked jetzt erzählt, wo unser Mainbase ist. Oh, sonst hast du einen Vogel permanent jetzt. Stell ein Geschütz vor der Tür. Wem gehört die Base denn, Alter? Keine Ahnung. Richtige Metallbunker. Bär für uns. Und er greift an. Oh, eine gesalzte Waffe. Ja, ich habe auf dich gehört. Mehr oder weniger. Chris,
Krass, gut gemacht. Mhm. Was mit der Base? Mit, oder? Ja, was mit der Base hier? Keine Ahnung. Nein, ich hab kein Hessen. Hey, weiter rechts, Jungs. Ich lauf falsch. Ja, wir laufen nach rechts, extrem vorbei. geil. Alter, was ist das denn? Boah, die ist auch voll interessant, die Base. Alle gierig auf Essen. Vor allem, warum fresse ich mich hoch, wenn wir uns eh gleich... Oh, warte mal, ich glaube, ich habe sogar noch einen Respawn-Timer. Ja, du bist relativ oft gestorben jetzt, ja. Ja, so ein bisschen. So, hier sind doch überall Türen drinne. Ja. Hä? Wer denn vorhin? Egal. Alle da? Bei drei? Bei Mann fehlen? Ich komm. Ich bin bei mir. Ah, alles gut. Ist noch das Futter, ey. Oh, 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 oh. Okay. Heute schafft den Hauptblut wegzubringen. Aber ich denke mal so an sich. War der eigentlich ein ganz netter Raid. Oder was? Oh. Ich habe ja mehr den Sicherungsposten gemacht, also von daher. Ich kann auch gar nichts dazu sagen. Ich habe von draußen ein paar Leute gekillt. Ich, ja. Ich weiß auch nicht, warum auf einmal immer im Bauschrank das High-Quality-Metall verschwindet. Hm. Ah, das ist ein Bug. Das ja, ist schon lange Hammer, bekannt, oder? 40 waren drin, jetzt ist 0. Na gut, naja. Ich sag aber auf jeden Fall auf Wiedersehen. Schönen Dank für den Raid. Jo. No, bitte, Odi. Jo. Ja, und dann bis zum nächsten Raid. Ciao, ciao. 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 Tschö. Extra mal gewartet, bis ihr was sagt. Denn.